Holi. Das Holi-Fest ist ein Fest der Farben und dauert je nach Ort 2 bis 10 Tage lang. Es beginnt mit dem Entzünden von Freudenfeuern am Abend vor dem ersten Feiertag. In diesem Feuer wird eine Strohfigur verbrannt, welche ein Symbol für die Dämonin Holika darstellen soll. Doch was hat es mit Holika auf sich? Ich erzähle euch nun die Legende von Holika und Prahlada. Der kindliche Prinz Prahlada hatte sich geweigert, seinem Vater Hiranyakasipu göttliche Ehren zu erweisen und ihm zu huldigen, weil Prahlada ein sehr treuer Anhänger des Gottes Vishnu war. Die Weigerung entzündete den Vater so sehr, dass er seinen Sohn töten wollte. Doch Prahlada wurde aufgrund seines unerschütterlichen Glaubens gegen alles, was der Vater unternahm, von Vishnu beschützt. Schließlich griff der König, der wegen dieser fehlgeschlagenen Mordversuche sehr wütend war, zu einer List. Seine Schwester Holika, die durch besondere Kräfte vor dem Feuer geschützt war, sollte mit Prahlada auf dem Arm ins Feuer springen und ihn somit töten. Doch Prahlada sang die Namen der Hindu-Götter, während Holika mit ihm ins Feuer sprang und trotzte so auf wundersame Weise dem Feuer. Aufgrund seiner unerschütterlichen Ergebenheit und Treue zu Gott Vishnu entkam er ohne eine einzige Verletzung. Seine Tante Holika indessen verbrannte. Denn sie und ihr Bruder hatten nicht bedacht, dass ihr Schutz gegen das Feuer nur wirkte, wenn sie alle allein ins Feuer springen. Mit dem Holi-Fest wird also der Streit zwischen dem Prinz Prahlada und dessen Vater erinnert. Wie bei jedem Fest gibt es auch bei diesem Rituale. Man trifft sich mit seinen Freunden und Verwandten und bewirft sich gegenseitig mit Farbpulver oder gefärbtem Wasser. Ursprünglich entstanden die Farbpulver aus bestimmten Blüten, Wurzeln und Kräutern, die heilend wirken. Heute kommen häufig synthetische Farben zum Einsatz, die teilweise sogar schädlich sein können. Deshalb tragen viele Inder während der Farbenschlacht zum Schutz eine Kappe oder sie reiben sich die Haut mit einer Creme ein.